Laut Statista befanden sich im Januar 2021 24% der deutschen Arbeitnehmer im Homeoffice. Tendenz steigend. Die Arbeit versteht sich immer weniger als Bürogebäude oder Firma, sondern als Tätigkeit, die in günstigen Fällen von überall ausgeführt werden kann. Viele Arbeitnehmer sehen deshalb im Homeoffice einen klaren Vorteil. Sie sind produktiver und zufriedener. Durch die bessere Work-Life-Balance, wie gut ein Drittel der Befragten behauptet, da beispielsweise Arbeitswege entfallen. Gleichzeitig gibt es aber auch einen großen Teil an Menschen, die mit der aktuellen Situation überfordert sind. Am häufigsten wird der fehlende Austausch mit Mitarbeitern und Kollegen genannt. Weiterhin fehlt Hilfe bei der Kinderbetreuung oder Zeit für das Homeschooling. Es gibt Probleme bei der technischen Umsetzung eines Homeoffice-Büros. Das fängt schon oft beim Telefon an und hört bei den Büromaterialien nicht auf. Nicht zuletzt müssen Familie, Haushalt und Arbeit unter einen Hut gebracht werden. Oft zum Ärgernis aller Beteiligten, da konkrete Strukturen und Abläufe fehlen. Nicht selten tritt dann die Frage auf, wie soll ich das alles schaffen? Dabei leben wir inmitten der Zeit der Digitalisierung. 92% der Haushalte haben Zugang zu Festnetzinternet mit 50 Mbits und mehr. 99% sind mit Breitband via LTE versorgt. Die Technik und auch die Software um uns herum macht es möglich, wenn wir wollen. Einen tiefergreifenden Kulturwandel in der Arbeitswelt. Millionen Menschen in Deutschland arbeiten im Büro oder an Bildschirmarbeitsplätzen. Damit befindet sich aktuell ein sehr, sehr großer Teil im Homeoffice. Und die Probleme, die Sie im Intro gesehen haben, tja, davon können die Leute wirklich ein Schlaflied singen. Und genau darum geht es heute, um Krisenbewältigung. In der Psychologie nennt sich dieses Thema Resilienz. Und genau darum geht es heute. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Microsoft Keynote zum Thema Modern Work Week. Wir sprechen hier heute mit den Experten Alexander Eggers und Thomas Seliger zum Thema Resilienz. Und wenn man es ganz genau nimmt, so richtig das Thema Homeoffice und Unternehmen, da gibt es dann doch noch immer mal Bauchschmerzen, oder Alex? Naja, für viele stellt sich die Frage, wie kommuniziere ich jetzt eigentlich im Homeoffice? Und wie komme ich eigentlich an meine Dateien ran? Na, da war natürlich Teams die Nummer 1 Lösung im letzten Jahr und das zeigen natürlich ganz klar die Nutzerzahlen. Mein Name ist Alexander Eggers. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der EPC GmbH und Microsoft MVP für Office Apps and Services. In den vergangenen Monaten haben wir sehr viel über die digitale Arbeitswelt lernen müssen. Und Probleme, die es sicherlich vorher schon gab, sind jetzt mal noch umso deutlicher geworden. Und um hier mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und auch stärker in diesen Krisen zu sein, kennen wir den Begriff der Resilienz. Und um über Resilienz sprechen zu können, brauchen wir eben auch einen Resilienzexperten. Und so freue ich mich, dass Thomas Seliger heute mit dabei ist. Und wir werden uns jetzt im weiteren Verlauf ein bisschen über das Thema unterhalten und wie wir es schaffen, dass Teams uns eben hilft, resilienter zu werden. Vielen Dank, Alex. Ja, auf diesen Tag freue ich mich jetzt schon seit 2 Monaten. Mein Name ist Thomas Seliger, ich bin Resilienzexperte und beschäftige mich seit 10 Jahren mit dem Thema Resilienz. Habe mit Ärzten und in Ärztezentren an dem Thema gearbeitet, habe dort mit Menschen gearbeitet, die in Burnout-Situationen waren, die in Krisensituationen waren. Und jetzt wollen wir uns einfach einmal anschauen, was kann uns Resilienz in der heutigen Zeit, was kann es dazu beitragen, damit wir besser arbeiten können. Ja, seitdem Corona auf der Bildfläche erschienen ist, können wir halt live miterleben, wie es aussieht, wenn Firmen ordentlich auf Krisen vorbereitet sind. Und Krisen haben hier jetzt 3 Wahlmöglichkeiten. Erstens, sie gehen daran zugrunde, weil sie halt keinerlei Bewegung haben. Oder wenn man das im Beispiel eines Balles nimmt, wir haben hier ein Bounce Back. Das heißt, die Firmen haben einen Punkt nach der Krise, wo sie tatsächlich an dem Punkt wieder angelangt sind, wo sie vor der Krise waren. Oder wir haben einen Bounce Forward. Das heißt, Kunden und Firmen haben hier effektiv Dinge dazugelernt, haben sich die Krise zunutze gemacht, um neue Technologien, neue Innovationen einzuarbeiten und haben seit der Krise einen Vorsprung erzielt, mit dem sie dann auch weiterhin am Markt dann agieren können. Wir möchten mit den Firmen an letzterem Punkt arbeiten.
Ja, und bei dem Bereich der Resilienz haben wir verschiedene Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Ich beschäftige mich jetzt seit 12 Jahren im Bereich des Coworking mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen. Wie können Büros eingerichtet werden? Was für Technik brauchen wir? Welche verschiedenen Tipps, Apps und Tricks können wir benutzen, um jetzt in der Krise besser arbeiten zu können? Wie sieht Collaboration Work in der heutigen Zeit am besten aus? Und da haben wir ja durch Corona jetzt in einem unheimlich schnellen Tempo das Thema Streaming bekommen, haben das Thema Remote Work bekommen. Thomas, das ist doch ein Thema auch bei dir. Du bist auch im Homeoffice unterwegs? Ja, allerdings habe ich da auch einige Tipps und Tricks, die mir da helfen, diese Zeit gut zu überstehen. Dann verrätst du uns die hoffentlich heute noch ein bisschen. Ansonsten ist es aber nicht überall so, dass das eben gut funktioniert, denn wir wissen, dass die Kids mal gern ins Teams-Meeting reinplatzen. Klar, das hat uns auch alle ein bisschen menschlicher gemacht, aber es gibt eben auch viele Situationen, die unklar sind. Also das Thema Homeschooling kommt dazu, ungeregelte Abläufe, schlechtes Internet, die Technik muss mitspielen. Also alles, was auch am Ende mit Ablenkungen zu tun hat. Tja, und was das Thema Ablenkung anbelangt, das Problem herrscht natürlich nicht nur im Homeoffice, denn wer kennt es nicht? Man sitzt gerade da, tippt eine E-Mail, plötzlich klingelt das Telefon und plötzlich ist man einfach aus allen Gedanken gerissen. Da kann das Telefonat noch so kurz sein, der Gedanke ist im schlimmsten Fall weg. Wieso ist das so, Thomas? Ja, vielen Dank, Christina. Es geht um das Thema Ablenkung. Und wenn wir uns dazu mal das menschliche Gehirn anschauen, dann sehen wir, wenn wir tatsächlich uns mit Dingen beschäftigen, haben wir Bereiche in unserem Gehirn, die wir hier aktivieren. Unser Gehirn ist ein sogenanntes musterbildendes Organ. Das bedeutet ganz einfach, dass wenn wir uns mit einer Thematik beschäftigen, dann werden wir hier in dem Gehirn Areale aktivieren. Wenn jetzt eine Störung kommt, dann müssen wir dieses Areal verlassen und uns ein neues Areal eröffnen. Und dann ist es so, dass wir Störungen nach Möglichkeit minimieren sollten. Denn das Wechseln zwischen diesen beiden Arealen kostet je nach persönlicher Disposition zwischen 30 und 90 Sekunden. Das bedeutet also, wenn wir einen WhatsApp-Call bekommen, wenn wir einen Telefonanruf bekommen, wenn wir einen Teams-Chat bekommen, all das sind mögliche Störungen, die uns gerne von unserer eigentlichen Arbeit und unserer eigenen Thematik ablenken. Und wenn wir davon mal ausgehen, dass wir pro Tag etwa 90 Störungen erhalten, dann ist es tatsächlich so, dass wir dann etwa 90 Störminuten am Tag haben, in denen wir mit unserem Gehirn nicht genau und nicht konzentriert arbeiten können. Wenn wir das aufs Jahr hochrechnen, aufs Arbeitsjahr, dann haben wir etwa 19.800 Störminuten, Bereiche, in denen wir nicht effektiv arbeiten und wo unser Gehirn nicht perfekt aufnahmefähig ist. 330 Störstunden sind das pro Jahr pro Mitarbeiter. Und wenn wir das mal multiplizieren mit 40 Euro Stundenlohn, sind das Kosten von 13.200 Euro, die ein Mitarbeiter hat, weil er eben solche Störzeiten hat. Und zusätzlich kommt es dazu, dass er in dieser Zeit sehr fehleranfällig ist. Sehr fehleranfällig, weil er in dieser Zeit nicht genau weiß, in welchem Bereich er sich in seinem Gehirn befindet. Von daher brauchen wir also Möglichkeiten, um Störzeiten zu minimieren. Das ist ungeheuer wichtig, damit wir effektiv und sauber arbeiten können. Ja, genau, Thomas. Ich bin mal hier rüber gewechselt an unseren Demoplatz und ich will Ihnen mal ein bisschen zeigen, wie wir in Teams und mit den Tools von Office 365 das Thema Ablenkung besser in den Griff bekommen. Das große Thema in diesem Zusammenhang sind die Fokuszeiten. Und diese Fokuszeiten geben uns die Möglichkeit, dass wir quasi in Ruhe arbeiten können. Das heißt, wir kriegen keine Teams-Anrufe, wir kriegen keine Chat-Benachrichtigungen innerhalb von Teams, sondern können uns fokussieren auf die eigentliche Arbeit, die wir hier vorhaben. Diese Fokuszeiten können eingestellt werden, sowohl in My Analytics, eine App, die natürlich freigegeben sein muss, und natürlich in der neuen Viva Insights App. Und wir wollen jetzt als erstes mal ganz kurz in My Analytics reinschauen. So, ich habe das My Analytics hier in unserer Demo-Umgebung mal gestartet und wir sehen jetzt schon auf der linken Seite unseren vier Arbeitsbereiche: Fokus, Wohlbefinden, Netzwerk und Zusammenarbeit. Und über den Punkt Fokus kommen wir eben in diese Fokuszeiten rein.
Uns gibt das System direkt vor, dass wir eine Fokuszeit planen können, denn das Tolle an Meyer Analytics ist, dass es automatisch diese Fokuszeiten für uns buchen kann. Also, in diesem Fall sehen wir das jetzt hier schon bei dem Assistenten, der hier gestartet ist. Wollen wir eine Stunde am Tag, zwei Stunden am Tag oder vier Stunden am Tag Fokuszeit setzen? Ich lasse das mal auf dem Standard stehen, das sind zwei Stunden am Tag, mache weiter und dann fragt er mich, wann will ich die am liebsten haben, morgens oder nachmittags die Fokuszeiten. Ich denke mal, vormittags ist es immer noch am besten, ist man noch vielleicht ein bisschen konzentrierter. Und dann eben die entscheidende Frage, wollen wir die Teams-Benachrichtigung während der Fokuszeit auf stumm schalten? Und hier könnte ich natürlich auch zulassen sagen, aber ich will mich ja konzentrieren, also setze ich die auf stumm. Sieht gut aus und dann kann ich entsprechend starten. Und wir sehen jetzt schon in der ersten Übersicht hier, welche gebuchten Fokuszeiten wir haben und wo vielleicht auch noch Zeiten fehlen. Das System bucht diese Zeiten automatisch. Das heißt, ich habe da im Grunde keine große Auswahl bis hierhin gehabt. Das System schaut einfach, wo finde ich zwei freie Stunden und belegt die entsprechend in meinem Kalender. Wenn wir einmal rüberspringen und schauen uns das Ganze in der Viva Insights App, hier noch in der Preview-Version. Wir können auf die drei Punkte auf der linken Seite gehen und suchen dann einfach nach Insights und da sehen wir sie auch schon, Insights verbessert Ihre Produktivität. Und wenn wir dort entsprechend reinspringen, haben wir im Moment, Stand April 2021, eben diese verbundenen Zeiten oder diese verbunden bleiben, Registerkarte und Zeitschützen. Zeitschützen ist eben genau unsere Fokuszeit, von der wir eben gesprochen haben. Und wir sehen jetzt schon, dass wir also die Möglichkeit haben, hier Zeiten für heute noch zu buchen, beziehungsweise dann auch für heute Abend ist zum Beispiel schon ein Fenster gebucht. Also 17 bis 19 Uhr hätte er hier mir jetzt ein festes Zeitfenster gebucht. Das hängt damit zusammen, die Arbeitszeiten von Megan hier im Demo-Tenant sind eben entsprechend etwas länger eingestellt, deswegen auch bis 19 Uhr. Wenn ich jetzt also hingehe und sage, Mensch, für morgen möchte ich irgendwie nicht abends die Fokuszeit haben, dann nehme ich die hier wieder raus und kann entsprechend von 8 bis 10 die Fokuszeit buchen und so wird die auch automatisch in meinem Kalender angezeigt. Nun ist es natürlich so, dass wir hier in My Analytics uns konzentrieren auf Fokuszeiten für Microsoft Teams. Große Ablenkungen erwarten uns aber eben auch gerade durch die E-Mails, die reinkommen. Denn noch hat Teams Outlook ja gar nicht abgelöst, maximal in der internen Kommunikation, aber extern werden wir auf E-Mails so schnell noch nicht verzichten können. Wie können wir hier auch ein bisschen Ruhe reinkriegen? Und es gibt da verschiedene Drittanbieter-Apps, die man benutzen kann. Eine davon ist zum Beispiel Boomerang. Diese App ermöglicht es, dass ich meinen E-Mail-Eingang pausiere. Das ist wirklich eine ganz tolle Lösung, ist auch kostenlos, diese App verfügbar. Auch im kostenpflichtigen Plan kann man da natürlich noch ein bisschen mehr machen. Aber in der kostenlosen Version geht das schon. Ich pausiere meinen E-Mail-Eingang und das Ganze kann ich dann einstellen, ob ich eine Stunde, zwei Stunden oder vier Stunden pausieren will. Und in der Zeit kommt keine E-Mail bei mir rein. Das Tolle daran ist, dass diese Pausenzeiten übrigens dann auch für die Handy-Apps gelten. Das heißt, wenn ich mein Exchange-Konto, also Exchange Online, synchronisiert habe, auch mit dem Handy, kommen auch dort keine E-Mails mehr rein. Ich kann also eine echte Pause machen, denn ich glaube, dass die Ablenkungen auch im Bereich E-Mail doch groß sind. Viele haben immer noch ein Outlook-Fenster nebenbei geöffnet und gucken immer mit einem Auge in die E-Mails rein. Und da kann eben diese App Boomerang sensationell helfen.